Hallo, da sind wir wieder mit einer weiteren Fuhre an neuen Titeln, die wir unbedingt vorstellen wollen. Und Frau Höft beginnt mit Frankreich. Ja, nicht ganz Frankreich. Wir fahren Ah. einfach noch viel, viel weiter. Wir fahren mit der Atka, einem Schiff, nach Grönland zusammen mit Julien Blancgras. Er hat eine Expedition erlebt, die ihn nach Grönland führt, genau gesagt in die Disco-Bucht. Das Eisbrechen, meine Reise in die Arktis, ist erschienen im Mare Verlag und in der Übersetzung von Annika Klapper. Ja, ein wunderbarer Reisebericht, der die ein oder andere Überraschung bereithält. Wenn man in der Region unterwegs ist, sollte man am besten nicht zu dicht an den Gletscherrand gehen, weil an diesem Gletscherrand kommen durchaus auch immer wieder einige Eisberge zutage, nicht nur einige wenige, sondern sogar Millionen frisch geschlüpfter Eisberge. Es ist ein ganz wunderbar bunter, humorvoller Reisebericht, der aber auch aufzeigt, wie sich Grönland in kultureller Hinsicht verändert hat, vor welchen Herausforderungen die Bevölkerung steht und wo das Eis brechen kann. Ein toller Wurf aus dem Hause Mare. Ich freue mich sehr darüber. Daniel Mason, ein amerikanischer Autor, hat im letzten Jahr uns begeistert mit seinem wunderbaren Roman Wintersoldat, der hier auch nochmal auf dem Tisch liegt. Jetzt hat der C.H. Beck Verlag seinen Erstlingsroman nochmal veröffentlicht. Der Klavierstimmer Ihrer Majestät ist ein wunderbar geschriebener historischer Roman, spielt 1887. Es geht um Edgar Drake, einen englischen Klavierstimmer, der einen merkwürdigen Auftrag erhält. Er soll nämlich nach Birma, wie es damals hieß, um dort ein Klavier zu stimmen, im Auftrage des Landes, der Regierung sozusagen. Und er macht sich auf zu einer abenteuerlichen Reise, von der er als anderer zurückkehrt. Eine Reise nicht nur in eine neue Region für ihn, sondern auch in neue Gefühlswelten. Und es geht auch immer um Musik, ein musikalischer Roman, der sich wunderbar lesen lässt und ein wunderbares Bild des alten Kolonial. Reiches Großbritanniens, des Vereinigten Königreiches wirft, durchaus auch kritisch und voller interessanter, exzentrischer Figuren. Daniel Mason. In Kerstin Hensels Roman Regenbeins Farben begegnen wir einem illustren Quartett von drei Witwen und einem Witwer. Die vier treffen sich auf dem Friedhof, während die drei Ladies die Gräber ihrer verstorbenen Männer pflegen. Und dazu kommt Eduard Wettengel, er ist Galerist, auch Witwer. Und ja, die vier treffen aufeinander, die drei Ladies buhlen um diesen alleinstehenden Mann. Das hat einiges an Humor zu bieten, aber vor allen Dingen haben auch alle vier dieses Quartetts ihre eigene Lebensgeschichte im Gepäck. Eine Lebensgeschichte, die durchaus auch von den Männern und den Frauen im Jenseits geprägt ist. Ja, eine Lebensgeschichte mit Ecken und Kanten, die Kerstin Hensel mit einer wunderbaren Lakonie und mit einer Treffsicherheit erzählt. Kerstin Hensel, Regenbeins Farben, ist erschienen im Luchterhand Verlag. Fortsetzung folgt. Klappe die zweite. Wir haben drei Romane im Gepäck. Ein Debütroman, ein Zukunftsroman und einen immerwährenden Klassiker. Zur Zukunft kommen wir mit Niklas Max. Technophoria ist ein Roman der Stunde, kann man sagen. Es geht hier um eine Firma, die sogenannte Smart Cities herstellt. Dort fühlt man sich vollkommen sicher. Man wird rund um die Uhr beobachtet von Kameras und Smartphones. Sind dafür da, um Daten an Krankenversicherungen und Polizeistationen zu senden. Ein Rundum-Service für den Menschen von morgen. Und Turek, der Held des Romans, arbeitet für eine Firma, die solche Smart Cities herstellt. Und im Auftrage seines ehrgeizigen Chefs ist er in aller Welt unterwegs, um neueste Forschungsideen kennenzulernen. Ein bitterböser Blick auf die Welt von heute und auch von morgen. Niklas Mark ist ein ganz cleverer Autor, der sich auskennt in Sachen Stadtplanungen, Architekturentwürfen. Und hier blickt er mit sehr viel erzählerischer Stringenz und mit sehr viel Hintersinn auf Konzepte von heute und morgen, die vielleicht ein wenig kritisch zu hinterfragen sind. Lohnt sich sehr, ein bissiger und spannender Roman.
Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, ein irrer Debütroman, der es wirklich in sich hat. Olivia Wenzel schreibt Theaterstücke, sie ist auf Bühnen unterwegs, sie ist Musikerin und ich freue mich total, dass sie jetzt ihren ersten Roman rausgebracht hat. Ein Roman über eine junge Frau, die auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln ist, die Situationen in ihrem Leben erlebt hat, die sie hemmen. Situationen, die vor allen Dingen mit Diskriminierung zusammenhängen, die vor allen Dingen auch mit der Lebensgeschichte ihrer eigenen Eltern zusammenhängen. Und das ist eine Lebensgeschichte, die ihr, ja, die sie immer wieder vor Hindernisse stellt, die sie versucht zu verarbeiten. Deshalb ist dieser Roman auch eine Mischung aus Selbstbefragung, Beobachtung, aber auch Fragmenten. Und der Roman erzählt wirklich auf einer richtig hohen Frequenz. Ein Roman, der einen ganz eigenen Beat hat. Und ja, ich finde, Olivia Wenzel hat einen ganz tollen biografischen Roman geschrieben, der, ja, der einfach nochmal klar macht, wie präsent Diskriminierung im Alltag sein kann. Und zum Schluss der Klassiker. Vor 90 Jahren ist dieser Roman erschienen, Ein Toter zu wenig, von Dorothy L. Sayers, der großen Grande Dame der englischen Kriminalliteratur. Der erste Krimi um Lord Peter Wimsey, der wunderbare, snobistische, Upper-Class-Ermittler, zweiter Sohn eines Herzogs, der so viel Geld hat, dass er nicht arbeiten muss. Und hier kann man wunderbar ironisch und witzig seinen ersten Fall nachlesen. Da geht es nämlich um einen Toten in der Badewanne. Und der Besitzer derselbigen, Mr. Thipps, ist so durch und durch bieder, wie es in der wunderbaren Übersetzung von Otto Beyer heißt, dass er unmöglich der Täter gewesen sein kann. Es muss jemand anderes dahinter stecken und wer es gewesen ist, erfährt man in diesem wunderbar komischen, wunderbar frischen, 90 Jahre alten Roman, der es immer noch in sich hat. Dorothy L. Sayers, eine ganz große, Ein Toter zu wenig.